I'm at my grandmother's house today in Burgenland, that's the eastern region of Austria. And we are making typical cookies called Burgenländer Kipferl, and my grandmother is going to guide you through the process how you can make those cookies at home. We are going to talk in Austrian dialect, so I'm going to have subtitles for you. Da habe ich jetzt 40 Decker Mehl, eine, drei, da kommt ein bisschen eine Prise Salz und da kommen jetzt 30 Gramm Zucker. Jetzt kommt ein Würfel der, also das sind 250 der oder Butter. Aber das tue ich jetzt ein bisschen durchmischen mit dem Mehl. Allein. Und jetzt kommen die drei Butter rein, die klar brauchen wir dann morgen für die Füll. So, das wird jetzt auch wieder ein bisschen durchgemischt. Und zum Schluss, da kann man an Milch eine kalte nehmen oder an Rahm. Aber ich nehme 2 Esslöffel Schlagobers. Jetzt nochmal. Und wenn du siehst, dass das trocken ist, dann kann man auch mit einem Schlagobers dazu. Tipp dir an. Hab sie schon. Circa 7 Gramm Trockenkern. Das wird jetzt abgeknetet. Wie war sie, wenn der Tag passt? Ja, nichts mehr bröselt. Alles, wenn ein schöner, glatter Tag ist. Aber ich will noch ein bisschen was dazu, das ist mir zu trocken. Nehmen wir es an, schau. So normal lassen wir es 3 Stunden gehen, den Tag. Aber ich tue noch einmal auf Nacht. Und dann ist er hundertprozentig. Je länger dass das gehen lässt, je besser werden sie. Mit Mehl bestauben. Ganz dünn auswolken, so dünn das geht. So, mit Schnee und Zucker, der ist mit Zucker gemischt, ein Ausstreicher halt. Nicht? Und der ist jetzt auch wieder nur relativ dünn, oder? Ja, weil sonst rinnt ja das dann aus, nicht? Wenn man es dick tut. So, und jetzt wird das mit Nüsse bestreut. Das sind ganz normale Walnüsse, oder? Ja, ja. Nein, Walnüsse. Ein bisschen auseinander. Dass überall was ist. Und jetzt von einer Seite und herheben und dann ganz klein zusammenrollen. Dann sticht man Halbmonde aus. Jetzt wird es ins Backrohr geschoben, mittlere Schiene und ungefähr 20 Minuten backen. Die haben sich aber alle über die Burgenländer Kipferl und die werden nicht und das nicht. Kein Problem damit.